Geschäftskonzept von ERA hat schon eine sehr lange Tradition. Seit fast 50 Jahren ist ERA auf dem Markt und hat dadurch sehr große Erfahrungen mit Franchise-Partnern. Wir haben 2600 Partner weltweit und haben voriges Jahr einen großen Marken-Relaunch gehabt mit einem einheitlichen Logo weltweit und haben da auch die Ausrichtung auf den deutschen Markt ein bisschen angepasst, um noch erfolgreicher neue Partner zu finden. Das heißt, im Endeffekt wollen wir unser Geschäftskonzept ein wenig auf die deutschen Ansprüche anpassen und dort mit unseren sehr erfolgreichen Marketingmaßnahmen, die sehr modular aufgebaut sind, und Vertriebsstrategien erfolgreicher sein als andere Systeme. Wie heben wir uns von den Mitbewerbern ab? Es gibt sicherlich zahlreiche Mitbewerber, die alle sehr unterschiedliche Ansätze haben auf dem gleichen Markt der Immobilienwirtschaft. Wir gehen den Weg bewusst, dass wir Quereinsteiger und bestehende Makler ins System integrieren möchten. Sehr großer Augenmerk liegt natürlich auf den Quereinsteigern, weil naturgemäß die stärker in die Franchise-Unterstützung drängen. Dafür sind wir auch ausgerichtet von unserer Konzeption. Wir haben einmal eine sehr gute, umfassende Ausbildung, die unsere Wunschpartner genießen, die darin endet, dass ein Ausbildungsgang zum Gutachter für Verkehrswertgutachten gemacht wird, um wirklich sattelfest Objekte auch beurteilen zu können und richtig taxieren zu können, um marktgerechte Preise zu erzielen auf dem Markt. Weiterhin werden bei uns neue Partner sehr gut geführt in der Eröffnungsplanung, in der Existenzgründungsphase, besser gesagt, und hinterher auch in der Startphase, wenn die Geschäftseröffnung erfolgt ist, um möglichst schnell und erfolgreich tätig zu werden. Dafür haben wir kein starres System, sondern ein System ähnlich eines kalten Buffets, wo sich jeder das nehmen kann, was er mag, oder besser ausgedrückt, was er braucht, um erfolgreich zu starten. Wir unterstützen natürlich und beraten dahingehend, aber wir möchten nicht, dass ein Partner pauschal alles nehmen muss, was angeboten wird, wo er vielleicht für seine persönliche, berufliche Grundlage die Dinge nicht benötigt oder aber am Standort vielleicht ganz andere Maßnahmen nötig sind. Somit können wir gezielter seine Finanzmittel einsetzen, um mit ihm schneller erfolgreich starten zu können. Wie sieht der Geschäftsalltag eines Franchise-Nehmers aus? Im Endeffekt ist es so, dass es eine Vertriebsaufgabe ist, wie viele andere Vertriebsaufgaben auch. Unterscheidet sich vielleicht ein bisschen dahingehend, dass nicht zentral irgendwo eingekauft wird oder von Anbietern eingekauft wird und über Preise verhandelt wird oder selbst produziert wird, sondern wir müssen in beide Richtungen agieren, oder der Makler, das ist auch das Tagesgeschäft von ihm, er muss sich Objekte besorgen, in dem Falle, dass er Verkäufer findet, die ihm die eigenen Immobilien an die Hand gibt und das Vertrauen hat, diese dann zu verkaufen und den entsprechenden Preis zu erzielen. Und natürlich die eigentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommene Aufgabe, den Verkauf der Objekte dann an die neuen Eigentümer. Im Arbeitsalltag sieht es so aus, dass im Moment sicherlich 70-80% auf den Einkauf Wert gelegt wird, weil es weniger Objekte als Interessenten im Moment gibt. Das trägt sich dann auch in unserer Marketingkonzeption entsprechend aus, weil wir zu 90% auf die Verkäufer abzielen, um
Objekte für unsere Partner mit Unterstützung der vertrieblichen und marketingtechnischen Tools zu besorgen. Wen suchen wir als Franchise-Partner? Eingangs sagte ich ja schon, dass wir sowohl bestehende Makler als auch Quereinsteiger suchen. Bei bestehenden Maklern ist nicht so viel Grundlegendes zu beachten. Die wissen, wie ein Tagesablauf eines Maklers ist. Die sind relativ fit in diesen Bereichen schon. Nur haben vielleicht nicht die Konzeption, das Marketing, die Vertriebsstrategie und hat sie dann als freier Makler nicht sehr erfolgreich oder nicht ausreichend erfolgreich am Markt agieren lassen. Und dann unterstützen wir natürlich mit unserem Konzept, um diesen Erfolg und gewünschten Erfolg herbeizuführen. Bei den Quereinsteigern, die den größeren Anteil der neuen Partner ausmachen, ist ein bisschen umfangreichere Arbeit nötig. Wir müssen ausbilden, wir müssen ihm das Handwerk des Immobilienmaklers erstmal beibringen und schulen. Was als Grundlage mitgebracht werden sollte von einem Quereinsteiger, ist natürlich ein gewisses Basiswissen im Vertrieb, kaufmännischen Bereichen oder auch in Führungserfahrung von Mitarbeitern. Das ist wie, um in der Immobilienbranche zu bleiben, so dieses Fundament. Und auf einem stabilen Fundament kann man gut aufbauen. Je besser die Partner dort ausgerüstet sind, je einfacher ist es, sie in das System zu integrieren und erfolgreich zu machen. Wir suchen flächendeckend Partner, die mit uns zusammen erfolgreich starten wollen.